bei den Schülern, Knaben, ist der EHC Wolfsburg geworden. Das ist eine Mannschaft, die umfasst insgesamt 27 Spielerinnen und Spieler. Und ich werde jetzt nicht alle 27 aufrufen. Die sind nämlich heute auch gar nicht da, sondern die sind schon wieder im Spielbetrieb. Die haben heute Morgen ein Spiel, sind unterwegs, bis auf Annika Heide-Wegener. Mit der habe ich schon geredet, die ist da. Das finde ich auch ganz toll, dass Annika heute stellvertretend für die anderen 27 den Pokal entgegennimmt. Herzlichen Glückwunsch. Alles halten. Ein paar Fragen müssen wir noch beantworten. Ich frage es trotzdem mal, auch wenn der eine oder andere sagt, blöde Frage, trotzdem stelle ich die jetzt mal. Wie kommt man als Mädchen zum Eishockey? Also bei mir war es so, dass mein Bruder angefangen hat und ich habe schon immer alles gemacht, was mein Bruder gemacht hat. Und dann bin ich auch dazu gekommen. Auch dazu gekommen. Wie lange spielst du jetzt Eishockey und was ist so deine Lieblingsposition? Ich spiele als Verteidiger und ich spiele schon seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren Eishockey. Wie häufig trainiert ihr in der Woche? Bis zu 4 Mal und dann noch 2 Spiele am Wochenende. Jetzt nochmal Richtung OB. Reicht die Eisfläche aus? Ja, meistens schon. Meistens schon. Ja, also schon ganz gut klar. Und wie ist das mit dem Kabinen? Mangelhaft. Ich weiß, es könnten mehr Kabinen sein. Die Kabinen selber sind im Schuss, aber es könnten mehr Kabinen sein. Ja, wir müssen uns gerade bei Spielen, wenn die Jungs eine Kabine teilen, ist immer problematisch. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt ist Eishockey ja ein sehr kampfbetonter Sport. Da muss man sich gut durchsetzen können. Was nimmst du da so für den Alltag? Dass man sich durchsetzt, auch gerade als Mädchen, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Und ja, ein bisschen stänkern ist auch dabei. Also, das Letzte haben wir jetzt nicht gehört. Ansonsten wünschen wir dir und dem EHC und eurer Mannschaft weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Jetzt kommt noch das Rundum.